Hallo zusammen und willkommen zurück bei Bomber Crew. Den letzten Einsatz hatten wir einen Piloten aus der Nordsee mit Überlebensausrüstung versorgt und sind auch heil wieder nach Hause gekommen. Und jetzt haben wir ein bisschen Cash auf der Tasche, wo wir natürlich ins Flugzeug investieren wollen. Und ja, eine neue Lackierung, da brauchen wir nichts. Motorengrafik ist neu. Flammen. Nee, die brennen auch so ganz gut. Auch benutzerdefiniert können wir anpassen. Nein. Die Zähne könnten wir mal anbringen, ja. Flügelgrafiken gibt es auch. Brauchen wir auch nicht. Geschütztürme gibt es neue. Machen 33 mehr Schaden und unser Flugzeug schwerer. Kosten 1600, nur das Heckgeschütz. Ein Bauchgeschütz haben wir, wie gesagt, gar nicht. Kostet uns sogar 1750. Geschütz oben macht wahrscheinlich sogar noch mehr Sinn. Kostet auch gleich 1600. Ja, Nasengeschütz ist... Nee. Gut, bei den Systemen gibt es ein elektrisches System, was wir uns nicht leisten können und noch nicht mal angucken können. Radar. Impulszeit. Reichweite und Impulsfrequenz. Okay. Löschsystem. Hatten wir das Motorlöschsystem für 1000. Ausrüstung waren die Regale. Ach, es gibt sogar zwei Platzregale. Umso ärgerlicher, wenn man dann abgeschossen wird und alles weg ist. Also das ist echt heftig. Da könnten wir noch eins. Kostet 1000. Hier ist die Brieftaube. Das ist natürlich eine Menge wert, wenn wir abgeschossen werden. Wenn du hinter den feindlichen Linien notlandest, erhöht eine Brieftaube die Chancen, dass deine Crew gefunden und gerettet wird, erheblich. Ja, ich glaube, die investieren wir. Das geben wir aus. Wir wollen ja, dass die Jungs, wenn auch, gefunden werden. So, und jetzt gehen wir mal an den Rumpf. Der Pilot ist natürlich wichtig. Ein Teil können wir ausbauen. Wo wird er denn noch sonst sehr getroffen? Flügel könnten natürlich auch abreißen, ne? Ist auch eine gefährliche Kiste. Aber ich bin, glaube ich, erstmal ein Freund vom Heck. Gepanzerter Rumpf hier hinten. So, das ist das Geld weg. Dann gucken wir mal bei der Crew-Ausrüstung. Da kommen die Jungs. Was gibt's denn bei der Crew-Ausrüstung neu? Nein, da wollen wir nicht hin. Olivgrün. Nein, ihr bleibt in Schwarz. Ihr tragt alle Trauer. Da gibt es tatsächlich einen Helm. 750. Wo soll man denn da dran kommen, Leute? Sauerstoffflasche kostet 75. Das ist günstig. Wir können ja mal gucken. Hat ihr wahrscheinlich alle Null, ne? Ja, macht Sinn. Gucken wir erstmal weiter. Eine Landüberlebensweste erhöht auch schon mal. Aber zieht was vom Isolationswert ab. Und die Rüstung. Das ist heftig. Da muss man sich dann entscheiden. Hier, der PVB, okay, der ist schon mal so ganz gut gepanzert. Und ist auch, ne, kein Frostgürtel. Als Pilot. Ich glaube, dem rüsten wir die mal aus. Gut. Handschuhe, gibt es noch Lederhandschuhe für 750, da ist nichts Neues bei. Sauerstoff für 15 Sekunden, sichert für kurze Zeit die Versorgung mit Sauerstoff jenseits der Stellung. Was heißt jenseits der Stellung? Von seinem Platz oder was? Meine Geschwindigkeit ist egal, der muss vorne sitzen. Gut. Ich würde sagen, wollte gerade sagen, die Schützen sitzen ja auch die ganze Zeit, aber die müssen ja Munition holen.
Wer sitzt denn noch die ganze Zeit? Das ist der Navigator. Der Sven. Und dem können wir auch eine Liste links geben, eine Überlebensweste. Weil er hat gesagt, er möchte unbedingt überleben. Ah, das in meinem Spiel. Du bist so witzig. Okay, wir geben ihm trotzdem die Landüberlebensweste mit. Ja, ist die Kohle alle. Alles andere können wir nur mit den Punkten kaufen. Ja, außer das ist aber jenseits von Gut und Böse. Okay. Beim Flugzeug müssen wir uns noch irgendwas angucken, was wir noch nicht gesehen haben. Ja, die Lackierung, das hatte ich doch. Andere Nasengrafiken. Ja. So, haben wir jetzt gesehen. Fertig. Ab zum Briefing, würde ich sagen. U-Boot-Jagd nochmal. Oh, feindliches Ass im Missionsgebiet. Das habe ich bei der Demo-Version gesehen, die vor einem halben Jahr auf irgendeinen englischen Kanal kam. Das sind sowas wie die Bosse. Die haben einen richtig großen Lebensbalken. Das heißt, die halten richtig was aus. Ich glaube, dann kümmern wir uns lieber um die U-Boote. Wir wissen jetzt, wonach wir gucken müssen. Und hoffen das Beste. Dass wir es diesmal packen und alle drei versenken. Okay, PVB, okay. Abheben. Na. Fahrwerk einfahren. Ziel wählen. Rauf aufs Meer. 22 Minuten. Munition steht auch da. Okay, das wusste ich nicht, dass die Munition, dass man die auch sehen kann. Und Geilomatico hat Fokus, Einzelkind hat Fokus. Aufklärung über Funk mal anfordern. Regen. Neue Informationen erhalten. Ich sehe jetzt auf der Karte nichts, neue Informationen. Neuen Kurs setzen. Ankunftszeit 1 Minute. Mal da achten. Feindliche Kampfflieger gesichtet. So, und dann nehmen wir auch mal den Fokus jetzt hier. Beide in Fokus. Oh, die leuchten schön pink. Das sind sogar mehrere. Den einen haben wir noch nicht markiert. Wo ist er? Wo ist er? Erstmal gehen wir hier auf dieses U-Boot. Sehe ihn nicht. Da. Okay. Wir haben auch noch keinen. Razor Phaser, geh auf deinen Bombenplatz. Jetzt sind wir natürlich schon drüber hinweg, ist klar. Klappen öffnen. Eine Bombe aktiv machen. Und
Wo ist... Da ist ein U-Boot. Toll. Das kriegen wir jetzt natürlich nicht ins Visier rein. Jetzt müssen wir erst da einmal vorbeifliegen. Da ist es. Markiert ist es. Oh, das war ein bisschen früh. Da war ich zu nervös. Oh, wir haben es trotzdem erwischt. Schön. Da hinten ist das dritte Ziel. Sehr schön, Razor Phaser. Hast ihn ja eingeheizt. Jetzt aktivieren wir zwei Bomben. Wo ist das Ziel? Ist verpasst. Das ist ein Dingsziel. Okay, ich finde es nicht. Dann fotografieren wir hier noch. Amsterdam. Feindliche Kampfflieger. Okay, wo sind sie? Links, 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 oben. Verdammt. Da. Okay. Fokus, Fokus. Und wir müssen zurück dahin. Wir haben immer noch die Bombenklappen offen, ich weiß. Und die Munition dürfte nicht mehr lange halten, ne? Alle Munitionsgurte aufgebraucht. Einzelkind, was machst du? Hinzu. Okay, ihr habt... Alles klar. Schon wieder in der Nähe vom Land. Wo ist unser Ziel? Oh, Munition, warte mal. Wo? Oh, Munition. Da ist ein Ziel. Hin. Da. Bomber. Alles klar, machen wir Bomben. Haltet aus, Jungs. Haltet aus. Gleich können wir nach Hause. Alles raus. Zum Stützpunkt zurückkehren, jawohl. Aber hier haben wir noch einen, der glaube ich noch nicht markiert ist. Oh, hier sind noch drei. Alle markieren. Heimat und Fokus, Fokus. Ah, hier steht auch eine Munition. Die haben wir noch. Und wir können jetzt den guten Razor Phaser auch vorne ins Nasengeschütz reinsetzen. Läuft. Achso, und die Bombenluke schließen. Ich werde es irgendwann noch lernen, Leute. Dann musst du aber erstmal wieder dahin zurückkehren. Nein, Klappe schließen. Und da rein. Okay, machen wir mal Kurslicht an. Und Feindflugzeuge. Wo war
man sie. Da hinten irgendwo. Da kommen sie. Okay, Fokus, Leute. Ich bin bereit. Aber hier ist irgendwo unser Ziel. Englische Küste. Vielleicht hauen sie ja ab. Scheinbar belästigen sie uns nicht mehr. Okay, da ist ein neues Navigationsziel. Tja, gut zerschossen sind wir. Aber ich denke mal, das ist noch im Rahmen, oder? Ein bisschen übertrieben. So. Und Fahrwerk schon mal ausfahren. Und der gute PVB-OK bringt uns zur Landung. Ja. London voraus. Ein bisschen früh das Fahrwerk ausgefahren, aber was? Treibstoff wird knapp. 6 Minuten. Alles gut. Alles schicki. Aber kannst du von mir aus noch auf Mager schalten, damit es dich beruhigt. Heute kam, wie gesagt, ein Patch raus, auch schon in der letzten Folge, also der von gestern kam. Ich finde, es ist nicht mehr ganz so stressig, oder kann sein, dass ich mich jetzt an das Spiel gewöhnt habe. Und wahrscheinlich haut es uns in der nächsten Mission vom Himmel. Kann natürlich alles passieren. So, wir sind da. Sicher gelandet. Da gibt's wieder Geld. Optionale Aufklärungsfotos. Jawoll. Die Community Chaos ist zurück. Mit ihnen alle Soldaten. Yay. Ja, es reicht nicht für ein Level Up. Schade. Schade, schade. Aber wir können sie ein bisschen weiter ausrüsten, beziehungsweise jetzt sollte erstmal primär, glaube ich, ins Flugzeug investiert werden. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, ach, hier seht ihr mal, das geht ja alles in den Skill rein und dann, weil der Bombenschütze ja als Nebenskill den Ingenieur hat, verteilen sich die Punkte. Sowieso wie in so einem RP-Game. Das heißt, hiermit schalten wir einfach nur einen zweiten Beruf für die frei. Interessant. Habe ich nicht gewusst. Okay. Wie gesagt, ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag, einen angenehmen Start morgen in die neue Arbeits- oder Schulwoche. Obwohl, ich glaube, in NRW sind doch Ferien, ne? Die haben es gut. Tschüss und ciao, ciao.